Herzlich willkommen. Ich freue mich über Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler und das Thema in diesem Video: Gebäude- und Hausratversicherung anhand der traditionell chinesischen Medizin erklärt. Wie man sich gut merken kann, was diese beiden sehr ähnlichen Versicherungen eigentlich versichern. Ich bin mir zwar im Klaren, dass dieser Vergleich, dieses Gleichnis oder wie man es auch vielleicht als Parabel bezeichnen kann, zwischen der Versicherung und der traditionell chinesischen Medizin eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Allerdings habe ich in meinen vielen Jahren meiner Ausbildungen, unter anderem auch in der Komplementärmedizin, was mein Hobby ist, gelernt, dass man häufig sich Dinge besser merken kann, wenn man ganz verrückte Vergleiche anstellt. Deswegen möchte ich es heute mal wagen, dieses Video zu machen, und ich wende mich dabei an alle Anhänger der TCM, die sich privat auch natürlich mit Versicherungen befassen oder befassen müssen, mit den eigenen, aber auch an Menschen, die mit der TCM noch gar nichts am Hut haben, aber gerne Eselsbrücke hätten, um sich zu merken, für was eine Hausrat- und Gebäudeversicherung überhaupt notwendig und gedacht ist. Und die vielleicht schon immer so ein bisschen was über TCM wissen wollten. Aus den verschiedenen Aspekten, die in der TCM vereint sind, habe ich mir die zyklischen Prozesse der Jahreszeiten für diesen Vergleich ausgewählt. Ich habe hier auch noch ein Bild, damit man mal erkennen kann, welche Elemente die TCM in ihrer Lehre benutzt und beinhaltet. Es sind die Elemente Feuer, Wasser, Holz, Metall und die Erde an sich. Ich möchte auch nicht so sehr tief in die Versicherungsthematik einsteigen, sondern einfach mal darlegen, welche Risiken die einzelnen Versicherungen beinhalten und was das mit der TCM zu tun haben könnte. Bei der TCM, wenn wir uns das Element Feuer anschauen, das Element Feuer wird mit Sommer und Hitze gleichgesetzt, dann könnte man sagen, in der Gebäude- und Hausratversicherung gibt es auch das Risiko des Feuers. Dort möchten wir das zwar nicht haben, weil wenn ein Feuer entsteht, dann brennt alles ab, aber wir haben einen Bezug zu dem Feuer, das sich auch in der TCM als Energielieferant darstellt. Das heißt, es ist versichert in diesen beiden Versicherungen das Risiko des Feuers, das Dinge einfach zerstört. Das ist auch das meist für die meisten Menschen wichtigste Risiko und es hat auch meist die größte Zerstörungskraft, wenn es darum geht, Totalschäden zu regulieren. Das zweite Element in der TCM ist Wasser. Wasser wird gleichgesetzt mit dem Winter und mit der Kälte. In der Gebäude- und in der Hausratversicherung ist ebenfalls ein Risiko, das wir scheuen, wenn es eintritt, das Leitungswasserrisiko. Wenn Wasser aus Leitungen austritt und das Haus oder den Keller überschwemmt und dann dadurch Dinge beschädigt werden durch dieses Wasser. Das heißt, wie in der TCM wieder dieses Wasserelement benötigt wird, um den gesamten Lebenszyklus und auch den Kreislauf in der Natur für die Jahreszeiten darzustellen und in Regulation zu bringen, mögen wir in der Gebäude- und Hausratversicherung das Risiko des Leitungswasserschadens gar nicht, weil das Wasser, wie wir alle wissen, ungehindert in alle Ritzen und Löcher reindringt, Holz sich vollsaugt, Wände sich vollsaugen, Estrich sich vollsaugt und es unwahrscheinlich viel Aufwand ist, es wieder zu trocknen. Das nächste Element ist das Element Holz. Das Element Holz wird in der chinesischen Medizin dem Wind und dem Frühling als Jahreszeit zugeordnet. In der Gebäude- und in der Hausratversicherung gibt es ebenfalls dieses Risiko des Sturm und Hagels, also sprich des Windes, des starken Windes. Und dort mögen wir natürlich dieses Risiko gar nicht haben, wenn der Wind zum Beispiel irgendeine Scheibe eindrückt oder das Dach abdeckt und der Hagel und der Regen
in das Gebäude eindringt und dabei Sachen zerstört oder Wände sich mit Wasser vollsaugen. Also hier haben wir wieder dieses Gleichnis Wind zu Element Holz und Sturm und Hagel in der Leitungs- und Gebäudeversicherung, in der Hausrat- und Gebäudeversicherung. Das nächste Element, das wir bei der TCM kennen, ist das Element Metall. Metall wird der Trockenheit und dem Herbst zugeordnet. Und hier möchte ich den Bogen schlagen von dem Herbst. Im Herbst ist es so, dass Vorräte gesammelt werden. Man spricht auch früher von Hamstern. Dort hat man einfach Sachen eingesammelt, hat die für den Winter gelagert. Und in der Gebäude- und in der Hausratversicherung wird dieses Hamstern übersetzt für mich mit Einbruch, Diebstahl oder Raub. Es kommt also jemand und holt sich einfach Dinge aus unseren Gebäuden und aus unseren Wohnungen heraus, um für sich selber ein Lager anzulegen oder eben diese Sachen zu verkaufen. Das ist das Risiko Einbruch, Diebstahl und Raub. Hier ist es wichtig in der Gebäude- und in der Hausratversicherung, dass ein Einbruch vorliegt und dann ein Diebstahl, wenn nur etwas geklaut wird und ohne Einbruch eine Folge des Einbruchs wäre, ist es natürlich in der Versicherung nicht versichert. Und dann gibt es als fünftes Element das Element Erde. Die Erde an sich, der Planet Erde, auch die Natur könnte man da besser sagen, ist in der Lage, Früchte zu tragen, bringt Früchte hervor. Die Natur schafft sich Ordnung, wie sie die auch immer braucht, ohne uns zu fragen. Und übersetzt jetzt in die Gebäude- und Hausratversicherung, kann man sagen, die Erde setze ich hier gleich mit den Elementarschäden. Wir wollen diese Elementarschäden natürlich nicht gerne haben. Elementarschäden heißt, es schneit so viel, dass der Schnee auf dem Dach das Dach eindrückt. Oder es regnet so viel, dass das Wasser im Boden nicht mehr weglaufen kann und ins Haus drückt, über die Keller Schächte oder über die Kanalisation zurück ins Haus drückt, hat nichts mit Leitungswasser zu tun, sondern mit Außenwasser. Es hat auch mit Lawinen zu tun, mit Steinbruch, also Felsbruch, Abgang von Muren und so weiter. Das ist in der Elementarschadenversicherung versichert. Dort sind alle Schäden zusammengefasst, die in den anderen Gefahren wie Feuer, Leitungswasser, Einbruch, Diebstahl und Sturm und Hagel nicht gedeckt sind, sind in Elementarschadenversicherung abgedeckt. Das soll als Vergleich schon mal ausreichen. Ich mache auch diese Übersicht, dieses Vergleichsdiagramm nochmal dann rein in den Film. Da können Sie sich's nochmal anschauen und eventuell auch ausdrucken. Zu sagen ist noch für die Leute, die das jetzt sehr sachlich nehmen und natürlich werde ich Diskussionen mit diesem Video hervorrufen. Bitte schreiben Sie es in die Kommentare, aber bleiben Sie bitte sachlich. Es ist nur ein Versuch, mal Dinge da anders darzustellen. In der Gebäudeversicherung kann man all diese Risiken, diese fünf Risiken, Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel, Raub und Elementarschäden einzeln versichern. Also man muss nicht immer alle zusammen versichern. In der Hausratversicherung bekommt man diese Risiken immer als Paket. Man kann sie also nicht zusätzlich nehmen oder abwählen. Das Einzige, was extern oder zusätzlich abzudecken wäre, wären die Elementarschäden. Die kann man entweder reinnehmen oder man kann sie auch herauslassen. Ich rate grundsätzlich dazu, in den meisten Gegenden in Deutschland diese Elementarschäden auf jeden Fall in die Hausratversicherung mit einzuschließen, weil wir einfach nicht wissen, was die Natur noch alles bringt. Ja, das war's schon wieder für heute. Wenn Ihnen das Video gefallen hat oder wenn Ihnen dieser Ansatz gefällt, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Erzählen Sie es weiter. Ich freue mich auch, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Ich werde versuchen, in der nächsten Zukunft vielleicht weitere so verrückte Beispiele zu bringen. Trotzdem wieder der Hinweis, ich bin der Meinung, bevor wir etwas versichern, das Haus, das Gebäude, das Fahrrad, das Auto, ist es wichtig daran zu denken, erst die Menschen, erst uns versichern, erst auf unsere Arbeitskraft zu schauen und dann die Sachen zu versichern. Also sprich, Gebäude- und Hausratversicherungen sind für mich nicht unbedingt existenzbedrohende Versicherungen. Es sind allerdings Versicherungen, die in manchen Fällen angebracht sind und die man haben sollte.
Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Echtler.